Praise the Lord, mightiest prophet of the Lord. Preis den Herrn, mächtigster Prophet des Herrn. Well, now the Lord Jehovah has spoken with me, beloved people. Nun, der Herr Jehova hat mit mir gesprochen, geliebte Leute. The Lord Yahweh had a tremendous conversation with me today. Der Herr Jahwe hatte eine enorme Unterhaltung mit mir heute. The mighty God of heaven. Der mächtige Gott vom Himmel. The Lord Elohim. Der Herr Elohim, Jehovah Adonai, he has spoken with me, beloved people. Er sprach mit mir, geliebte Leute. And the Lord has spoken about the zero countdown to the coming of the Messiah. Und der Herr hat über den Null-Countdown gesprochen bezüglich dem Kommen des Messias. It is a tremendous time. Es ist eine enorme Zeit. And this is the hour at which the Lord expects people world over to repent. Und dies ist die Stunde, zu welcher der Herr von den Leuten erwartet, weltweit Buße zu tun. And adhere and hearken unto righteousness. Und festhalten an und zur Gerechtigkeit gehorchen. And holiness. Und zur Heiligkeit. And in this conversation, und in dieser Unterhaltung the Lord has taken me to a nation. This is a Spanish-speaking country. Hat der Herr mich zu einer Nation gebracht. Dies ist eine spanisch sprechende Nation. And then I lifted up my left prophetic hand as commanded by God the Father. Und dann erhebte ich meine linke prophetische Hand, wie befohlen von Gott dem Vater. And a historic earthquake smashed that country. Und ein historisches Erdbeben zerschlug dieses Land. A historic earthquake smashed that city. Ein historisches Erdbeben zerschlug diese Stadt. And I see like a parking lot. Und ich sehe wie ein Parkplatz. I see something like parking lot. Ich sehe etwas wie ein Parkplatz. And I see stairs. If it's a parking lot, it is stairs. Und es ist treppenartig. Wenn es ein Parkplatz ist, ist es treppenartig. There are stairs. Es gibt Treppen. Vielmehr ist es vielleicht hoch bis zum vierten oder fünften Stockwerk, wie auch immer. It's really up there. Es ist wirklich oben dort. Und ich sehe die verschiedenen Etagen von dem Parkplatz. And then I see buildings. Und dann sehe ich Gebäude. When the Lord brought me to that country and I lifted up my left prophetic hand. Aber als der Herr mich zu diesem Land brachte und ich meine linke prophetische Hand erhebte. I was a little bit taller than that building, so quite large, quite huge. War ich ein wenig größer als dieses Gebäude, nun ziemlich groß, ziemlich riesig. In my size. Bei meinem Anblick. But as I lifted up my left prophetic hand as commanded. Aber als ich meine linke prophetische Hand erhebte, wie befohlen. Then I saw the other one. Dann sah ich den anderen. Of me execute the judgment and struck that city very, very severely, that nation. Von mir das Urteil zu vollbringen und schlug diese Stadt sehr, sehr schwer, diese Nation. With a very severe earthquake. Mit einem sehr schweren Erdbeben. And then I see it's a Spanish-speaking country. Und dann sehe ich, es ist ein spanisch sprechendes Land. I have even taken the phone from them and spoken with them. Ich habe sogar das Telefon von ihnen genommen und mit ihnen gesprochen. Communicated. I've written down a lot of things on the ground. Ich habe kommuniziert, viele Dinge im Gebiet getan. And we were two there. Und wir zwei waren da. And the conversation with the people walking around there. Und die Unterhaltung mit den Leuten, die dort herumgingen. And I see this historic earthquake that is coming. Und ich sehe dieses historische Erdbeben, das kommt. Now this comes at such a time when the Lord has just announced a historic, major, vengeful and wrathful earthquake coming to Australia. Nun dies kommt zu solch einer Zeit, als der Herr gerade ein historisches, mega, rachedürstiges und wütendes Erdbeben bekannt gegeben hat, welches nach Australien kommt. Where I see a building will rotate and grind on its third or fourth floor. Wo ich sehe, dass ein Gebäude sich drehen wird und in der dritten oder vierten Etage zermahlen wird. That kind of thing. Solche Dinge. It will be very dreadful. Es wird sehr furchtbar. And, in that conversation, und in dieser Unterhaltung I see that the Lord strikes a nation, a Spanish-speaking country. Sehe ich, dass der Herr eine Nation erschlägt.
ein spanisch sprechendes Land. He sends me to strike that country very, very hard. Er sendet mich, um auf dieses Land sehr, sehr hart einzuschlagen. And I do not know why that country looks like Mexico. Und ich weiß nicht, warum dieses Land aussieht wie Mexiko. It looks like the controversy and the contradiction between the Lord and Mexico is an ongoing story. It has not come to an end yet. Es sieht aus, als wenn der Streit und der Widerspruch zwischen dem Herrn und Mexiko eine weiterführende Geschichte ist. Es ist noch nicht zum Ende gekommen. So that nation looks like Mexico. Nun, diese Nation sieht aus wie Mexiko. And so the Lord takes me there and commands me to strike them. Und nun, der Herr bringt mich dorthin und befiehlt mir, auf sie zu schlagen. With the mighty wrath of the judgment of Jehovah. Mit dem mächtigen Zorn des Gerichts von Jehova. The judgment of the Lord coming to Mexico. Das Gericht des Herrn, welches nach Mexiko kommt. So this is really a very delicate time when the church needs to prepare her way. Nun, dies ist wirklich eine delikate Zeit, wenn die Gemeinde ihren Weg vorbereiten muss. Prepare herself for the glorious coming of the Messiah. Sich selbst für das glorreiche Kommen des Messias vorbereitet. In the book of Matthew, Matthew chapter 24, I'm reading verse 7. In dem Buch Matthäus, Matthäus Kapitel 24, ich lese Vers 7. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. Denn es wird sich Volk gegen Volk und Königreich gegen Königreich erheben. And there shall be famine and pestilences and earthquakes. In diverse places. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. That is, King James. Dies ist die König James Version. He says, for nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. Er sagt, denn es wird sich Volk gegen Volk und Königreich gegen Königreich erheben. And there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. So, these earthquakes are very symbolic. Nun, diese Erdbeben sind sehr symbolisch. Of the signs of the coming of the Messiah. Von den Zeichen über das Kommen des Messias. And then after that, und dann danach gehe ich herum. Ich höre sie Spanisch sprechen und ich bin involviert mit ihnen. Ich spreche mit ihnen. We even sat down. Wir haben sogar gesessen. And had a meal. We have had a meal with those people. Und hatten eine Mahlzeit. Wir hatten eine Mahlzeit mit diesen Leuten. And spoken to them about repentance. Und sprachen zu ihnen über Buße. That they may return Christ Jesus and prepare the way, so dass sie zurückkehren zu Christus Jesus und den Weg vorbereiten for the glorious coming of the Messiah. Für das glorreiche Kommen des Messias. And then after that, beloved people, und dann danach, geliebte Leute, then now, dann jetzt, the Lord again speaks to the two from heaven by voice, spricht der Herr wieder vom Himmel zu den zwei per Stimme, and he commands them, und er befiehlt ihnen, to strike the earth with pestilences. Die Erde mit Seuchen zu streiken. So, today I have stricken the earth with pestilences and I saw tremendous plague. Nun, heute habe ich die Erde mit Seuchen gestreikt und ich sah enorme Plagen. I saw a plague that struck the land. It is unsightly. Ich sah eine Plage, welches auf das Land schlug. Es ist unansehnlich. And there will be boils all over the land. Boils. Und es wird Beulen überall im Land geben. Beulen. Boils all over the bodies of people. Beulen überall auf den Körpern von Leuten. There is a tremendous plague that is coming to the earth now owing to this. Es gibt eine enorme Plage, die auf die Erde jetzt kommt, aufgrund dieser Verkündung hier. There is a tremendous plague that is coming to the earth. Es gibt eine enorme Plage, die zu der Erde kommt. And these earthquakes and plagues. Und diese Erdbeben und Plagen. Number one, these are the signs that the Messiah is coming. Nummer eins, dies sind die Zeichen, dass der Messias kommt. Because the Lord Jesus himself promised them in the book of Matthew 24. Denn der Herr Jesus, er selbst, hat ihnen versprochen in dem Buch Matthäus 24. When the disciples sat down right at his feet. Als die Jünger saßen direkt zu seinen Füßen. When he was seated on the rock of the Mount of Olives. Als er auf dem Fels saß,
auf dem Olivenberg. And he told them that the temple would come down and no stone would be left on another. Und er sagte ihnen, dass der Tempel zugrunde gehen wird und nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Then the disciples quickly understood that he was talking about the coming of the Messiah, the return of the Christ. Dann haben die Jünger schnell verstanden, dass er über das Kommen des Messias sprach, die Rückkehr Christi and the end of the age. Und das Ende des Zeitalters. So they came to him privately. The Bible says privately. Also kamen sie zu ihm im Vertraulichen. Die Bibel sagt im Vertraulichen. And they asked him, Lord, can you confide in us? Can you tell us? Und sie fragten ihn, Herr, kannst du uns mitteilen? Kannst du uns sagen? When will you come back? Wann wirst du zurückkommen? When will you return? What will be the signs of your return? Wann wirst du zurückkehren? Was werden die Zeichen deiner Rückkehr sein? That is when the Lord Jesus opened up to them and gave some of these signs. Das ist, als der Herr Jesus zu ihnen sich öffnete und einige dieser Zeichen gab. I have read from the book of Matthew 24, verse 7. Und ich habe von dem Buch Matthäus 24, Vers 7 gelesen. That nation will rise against nation. Dass Volk gegen Volk sich erheben wird. And kingdom against kingdom. Und Königreich gegen Königreich. And there'll be famine and pestilences and earthquakes in various places. Und es werden Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben sein an verschiedenen Orten. So these events are directly related to the coming of the Messiah. Nun, diese Ereignisse sind direkt bezogen auf das Kommen des Messias. However, jedoch, because of the interdispensational period we are in, wegen der zwischenzeitlichen Periode, in der wir sind, at this hour when now we are on the verge of eternity for the church that God, zu dieser Stunde, wenn wir nun an der Schwelle der Ewigkeit sind für die Gemeinde, die geht, and on the verge of a mega mission in the tribulation for he that speaks with you, und an der Schwelle zu einer mega Mission in der Trübsal sind für dem, der zu euch spricht. Now this text on a different angle. Nun, dies nimmt eine andere Perspektive an. Because the Lord is using this. Denn der Herr gebraucht dies. To essentially illustrate. Um im Wesentlichen zu illustrieren. To illustrate the two his two dreadful witnesses, because these events. Um die zwei seine zwei schrecklichen Zeugen zu veranschaulichen. Denn diese Ereignisse. Of earthquakes and pestilences. Von Erdbeben und Seuchen. They become a major duty, a major feature. Sie werden zu einem Hauptdienst, eine Haupteigenschaft. Of their duty after the church has been taken away. Von ihrem Dienst, nachdem die Gemeinde weggenommen wurde. And so in the book of Revelation chapter 11, verse 6. Und nun in dem Buch Offenbarung Kapitel 11, Vers 6. This is what he says. Das ist, was er sagt. These men have power to shut up the sky, so that it will not rain during the time of their prophesying. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung. During the time they are prophesying. Während der Zeit, in der sie prophezeien. And their power to turn the waters into blood. Und sie haben Macht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln. And to strike the earth with every kind of plague. Und die Erde mit allerlei Plagen zu schlagen. As often as they want. So oft sie wollen. So it takes on a different meaning. Nun, es nimmt eine andere Bedeutung an. It takes on an escalated, aggravated value and meaning. Es nimmt einen eskalierten und verschärften Wert und an Bedeutung an. Considering that these two are the ones announcing it to you. In Betracht zu ziehen, dass diese zwei diejenigen sind, die es euch bekannt geben. And you see that he talks about a tremendous confrontation. Und ihr seht, er spricht über eine enorme Konfrontation. Persecution. Verfolgung. A severe conflict against evil, sin and Satan. Ein schwerer Konflikt gegen den Bösen. Sünde und Satan. Wickedness. Bosheit. And he talks about illustrating the enormous. Und er spricht darüber, die enorme Kraft zu veranschaulichen. They have been given unlimited power, unchecked power. Welche ihnen gegeben wurde. Unbegrenzte Kraft, unkontrollierte Kraft. Highlights the power they have been given. Unterstreicht die Kraft, welche ihnen gegeben wurde. And if you read earlier on there, he says, to shut the heavens. Und wenn ihr dort vorher liest, er sagt, um die Himmel zu schließen.
And also, if you move on to Revelation chapter 8, verse 8. Und auch wenn ihr weitergeht zu Offenbarung Kapitel 8, Vers 8. Then you see. Dann seht ihr. The power to cause tremendous earthquakes. Die Kraft, um enorme Erdbeben zu verursachen. Of historic proportion. Von historischen Proportionen. Some of which I have seen. Einige von ihnen, welche ich sah. And I say to you, do not worry about them. Just prepare and enter. Und ich sagte zu euch, sorgt euch nicht um sie. Bereitet euch nur vor und tretet ein. Do not deal with them. Gebt euch nicht mit ihnen ab. Verse 8 says, the second angel sounded his trumpet. Vers 8, er sagt, der zweite Engel posaunte. And something like a huge mountain, all ablaze, was thrown into the sea. Da wurde etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer geworfen. So, this is action. Nun, dies ist Handlung. And activity and duty. Und Aktivität und Dienst. It's a gospel duty that takes place after the church has been taken up into eternity. Es ist ein Dienst des Evangeliums, der stattfindet, nachdem die Gemeinde nach oben in die Ewigkeit genommen wurde. The glorious stairs have been lowered. Die glorreichen Treppen wurden hinuntergesenkt. I prophesied the glorious stairs of heaven. Ich prophezeite die glorreichen Treppen des Himmels. That I saw the church, the elect, the holy elect, touch with her feet as she entered into eternity. Welche ich die Gemeinde, die Auserwählten, die Heiligen Auserwählten, mit ihren Füßen berührend sah, als sie eintraten in die Ewigkeit. The huge cloud that was above the earth. Die große Wolke, die über der Erde war, as she entered heaven. Als sie in den Himmel eintrat. And the Lord has now lowered the stairs. Und der Herr hat jetzt die Treppen gesenkt. You have taken the pictures of the stairs. It's a big discussion going on now. Ihr habt die Bilder aufgenommen von den Treppen. Es ist eine große Diskussion, die jetzt stattfindet. It's a central theme, central message in the church. Es ist ein Zentralthema, zentrale Botschaft in der Gemeinde. Eternity. Ewigkeit. The entry of the church. Das Eintreten der Gemeinde. The final entry of the church into heaven. Das schließliche Eintreten der Gemeinde in den Himmel. Into eternity. In die Ewigkeit. Highlighting the power to perform miracles, to strike with pestilences. Hervorzuheben, die Kraft, Wunder zu vollbringen, mit Plagen zu streiten. And shut the heaven. Und den Himmel zu schließen. And strike with earthquakes. Und mit Erdbeben zu streiten. And strike with plagues. Und mit Plagen zu streiten. And you see in the book of Exodus chapter 7, verses 10 to 20. Und ihr seht in dem Buch 2. Mose, Kapitel 7, Vers 10 bis 20. Still the same capacity. Immer noch die gleiche Kapazität. To strike with plagues. Mit Plagen zu streiten. Which then became the identity. Welche dann die Identität wurde. Of the two. Von den zwei. Respective two. Jeweiligen zwei. Personalities. Persönlichkeiten. And the principles of God. Und den Vorstehenden Gottes. And you remember just recently he said in the upcoming meeting in Kenya. Und erinnert euch, gerade kürzlich sagte er, dass in dem bevorstehenden Treffen in Kenya. I believe it is this meeting in Kenya here. Ich glaube, es ist dieses Treffen in Kenya hier. When he will finally unveil his two dreadful prophets. Wenn er endlich seine zwei schrecklichen Propheten enthüllen wird. And they will be now seen separating out. Und sie werden gesehen, wie sie sich jetzt herausseparieren. Doing different things caught on camera at the same time. Vollbringen verschiedene Dinge, aufgenommen auf Kamera, zur gleichen Zeit. The authority and the power. Die Autorität und die Kraft. The conflict with the world. Der Konflikt mit der Welt. Conflict with the idolatry of this world. Konflikt mit dem Götzendienst dieser Welt. Pushing the world, compelling the world to know the true God, Jehovah Yahweh. Schieben die Welt, überzeugen die Welt, davon den wahren Gott zu kennen. Calling onto the world to accept repentance and the forgiveness of sin. Fordern die Welt auf, Buße zu akzeptieren und die Vergebung der Sünde. And to give the knowledge of the truth to the perishing world. Und das Wissen der Wahrheit zu geben zu der umkommenden Welt. So that they may have no excuse. So dass sie keine Entschuldigung haben. The power, die Kraft, given unto them, welche ihnen gegeben ist, to execute duty, um den Dienst auszuführen, to run the errands of God, um die Botengänge für Gott zu erledigen. We know that this world is utterly defiled. Wir wissen, dass diese Welt völlig beschmutzt ist. But they must now justify the truth.
Aber sie müssen jetzt die Wahrheit bezeugen. With tremendous power, mit enormer Kraft. To turn the hearts of people back to the Lord. Um die Herzen der Leute zurückzuwenden zu dem Herrn. And you see at one point, und ihr seht an einem Punkt. They shut the heavens, schließen sie den Himmel. So that it will not rain, so no water comes. So dass es nicht regnen wird. Nun, kein Wasser kommt. And that will speak about the spiritual drought. Und dies wird über die geistliche Trockenheit sprechen. You know, water represents the Holy Spirit. Ihr wisst, Wasser repräsentiert den Heiligen Geist. The spiritual drought that will consume the earth. Die geistliche Trockenheit, welche die Erde verzerren wird. After the church has been taken away. Nachdem die Gemeinde weggenommen wurde. After the heavens have shut. Nachdem die Himmel geschlossen wurden. And the Holy Spirit has been withdrawn. Und der Heilige Geist weggenommen wurde. And he, the person of God, the Holy Spirit, will be strictly assigned to these two. Und er, die Person, der Heilige Geist, wird streng zu diesen zwei zugeteilt. To perform duty. Um Dienst auszuüben. So the shutting of the heavens you see in the book of Revelation 11. Nun, das Schließen der Himmel, welches man in dem Buch Offenbarung 11 sieht. That he's talking about the power to shut heaven. Welche über ihre Kraft, den Himmel zu schließen, spricht. Even to strike with pestilence. Sogar mit Seuchen zu streiken. But he's saying power to shut the heavens. Aber er sagt Macht, um die Himmel zu schließen. He speaks about the shutting away. Er spricht über das Wegschließen. He speaks about the spiritual condition of the earth at that time. Er spricht über den geistlichen Zustand der Erde zu dieser Zeit. Drought. Trockenheit. Depravity. Verdorbenheit. Lack. Mangel. Scarcity. Knappheit. To shut the heaven. Die Himmel zu schließen. So there will be spiritual depravity. The Holy Spirit will not be here. So dass es geistliches Verderben geben wird. Der Heilige Geist wird nicht hier sein. Except assigned to them. Außer zu ihnen zugeteilt. But that will be now God, the Holy Spirit himself walking with them. Aber dies wird jetzt Gott, der Heilige Geist, er selbst sein, wandelnd mit ihnen. And he talks about. Und er spricht über. The other little water that is on the earth. Das andere wenige Wasser, welches auf der Erde ist. They strike with plague, now becomes blood. Sie streiken es mit Plagen und wird jetzt zu Blut. Again now talking about the spiritual condition of the earth. Nochmals jetzt, sprechend über den geistlichen Zustand auf der Erde. That they will be on something else. Dass sie an etwas anderem sind. They will be on something else. Sie werden an etwas anderem sein. The delusion of the Antichrist. Die Täuschung von dem Antichristen. So, striking the earth. Nun streiken die Erde. With plague. Mit Plagen. In so doing now are the signs that the Messiah is coming. Indem dies jetzt getan wird. Dies sind die Zeichen. Dass der Messias kommt. But also speaking about the things to come. Aber spricht auch über die kommenden Dinge. In the tribulation. In der Drangsal. And the great tribulation, beloved people. Und die große Drangsal, geliebte Leute. Just as you saw the plagues in Egypt. Genauso wie ihr die Plagen in Ägypten gesehen habt. They were historic. Sie waren historisch. And they were for the purposes of turning the hearts of men back to God. Und sie waren für die Zwecke, die Herzen der Menschen zurück zu Gott zu wenden. Testing the unrepentant Egypt. Testen das unbußfertige Ägypten. So shall it be at this time. So soll es sein zu dieser Zeit. To test the unrepentant. Um die Unbußfertigen zu testen. To demonstrate to the opponents of God. Um zu dem Gegner Gottes zu demonstrieren. Those who have hardened their hearts. Diejenigen, die ihre Herzen gehärtet haben. Jehovah alone is God. Dass Jehova alleine Gott ist. And all this idolatry that is coming unto the earth that has deluded the earth. Und all dieser Götzendienst, die zu der Erde kommt, welche die Erde geblendet hat. Is false. Ist falsch. And leads to hell. Und führt in die Hölle. We saw that the plagues in Egypt. Wir sahen, dass die Plagen in Ägypten. Led to the overthrow of the Egyptian government. Zu dem Sturz von der ägyptischen Regierung führten. And installed the kingdom of God in Israel. Und das Königreich Gottes in Israel einrichteten. So shall it be again after the church has been taken away. So soll es wieder sein, nachdem die Gemeinde weggenommen wurde. Tremendous times, beloved people. Enorme Zeiten, geliebte Leute. Power to perform tremendous miracles. Kraft, um enorme Wunder zu vollbringen. Illustrating that they are here. Veranschaulichen, dass sie hier sind. So I have seen myself
strike the earth with a plague. Nun, ich habe mich selbst gesehen, die Erde mit einer Plage zu streiken. There is a shocking plague that is coming to the earth. Es gibt eine schockierende Plage, die auf die Erde kommt. Very unsightly. Sehr unansehnlich. Big boils all over, and I saw all over the land. Große Beulen überall, und ich sah überall auf dem Land. Wörtlich, als ich meine linke prophetische Hand erhebte, streikte es das Land, streikte es die Erde. Ich weiß nicht, ob es eine neue Eskalation von Ebola ist, welches die Erde streichen wird. But I see boils. Oder es eine neue Plage sein wird, aber ich sehe Beulen. Serious boils. Schwerwiegende Beulen. Unspeakable boils. Unaussprechliche Beulen. Unsightly boils. Unansehnliche Beulen. They boil and swell, swelling. Sie werden beulig und schwellen, schwellig. And they are dark, they become dark. Und sie sind dunkel, sie werden dunkel. As they swell and burst, they become dark boils. Als sie anschwellen und platzen, werden sie zu dunklen Beulen, that will consume the flesh of man, welche das Fleisch der Menschen verzerren wird, combating unrepentant men, unbußfertige Menschen zu bekämpfen, drawing their attention to the Lord, ziehen ihre Aufmerksamkeit zu dem Herrn, fighting the idolatry of this world, kämpfen gegen den Götzendienst dieser Welt, and highlighting their presence into the sin, und unterstreichen ihre Gegenwart in die Zähne hinein. That his two dreadful prophets have now come into the sin. Dass seine zwei schrecklichen Propheten jetzt in die Szene hineingekommen sind. Illustrating them to the world. Veranschaulicht sie zu der Welt. The authority and power bestowed upon them. Die Autorität und Macht, die ihnen verliehen wurde. So I see a tremendous earthquake coming to the Latin world. Nun, ich sehe ein enormes Erdbeben, welches zu der lateinischen Welt kommt. But that country sounds to me more like Mexico. Aber dieses Land hört sich mehr so an zu mir wie Mexiko. Very shocking earthquake. Sehr schockierende Erdbeben. Another earthquake, of course, is coming to Australia. That is historic. Ein anderes Erdbeben kommt natürlich nach Australien. Dies ist historisch. The Australian earthquake will be historic. Das australische Erdbeben wird historisch werden. Very historic. Sehr historisch. Mark my words. Bemerkt mein Wort. Mark these words. Bemerkt meine Worte. The Australian earthquake will be historic. Das australische Erdbeben wird historisch werden. And it will be a shock. Und es wird ein Schock sein to the earth. Für die Erde. And now strike the earth. Und streikt jetzt die Erde with plague. Mit Plagen. Boils and everywhere on people's skin, their children, it's unsightly. Beulen sind überall auf der Haut der Leute und den Kindern. Es ist unansehnlich. Prepare the way, beloved people. Bereitet den Weg, geliebte Leute. The Messiah is coming. Der Messias kommt. I have seen the coming of the Messiah. Ich habe das Kommen des Messias gesehen. God the Father has spoken with me about the coming of the Messiah. Gott der Vater hat mit mir gesprochen über das Kommen des Messias. I see the two of them walking. Ich sehe die zwei von ihnen gehen. The two prophets of the Lord. Die zwei Propheten des Herrn. Separating out, and now they are recorded separately on a video this time. Gehen auseinander. Und jetzt sind sie separat auf dem Video dieses Mal aufgenommen. And you can see one ministering on this side. Und ihr könnt einen sehen, der auf dieser Seite spricht. The other ministering on this side walking. Und der andere spricht auf dieser Seite gehend. Walking on his own here, the other on this way. But one is super glorious and glowing. Geht alleine, der andere hier, diesen Weg. Aber einer ist super glorreich und strahlt. As though he's wearing white shoes and white clothes. Als wenn er weiße Schuhe und weiße Kleidung trägt. Super glorious. Super glorreich. And I see a panic in the meeting. Many people running and recording and running and capturing, some running away. Und ich sehe eine Panik in dem Treffen. Viele Leute laufen und nehmen auf. Und laufen und nehmen auf, einige rennen weg. Such are the time the earth has entered into. So ist die Zeit, in welche die Erde hineingetreten ist. Such is the dispensation and the hour. Derart ist der Zeitabschnitt und die Stunde. That the earth has walked. In welche die Erde hineingegangen ist. Be holy, blessed people. Seid heilig gesegnete Leute. Choose righteousness. Entscheidet euch für Gerechtigkeit. The Messiah is coming. Der Messias kommt. The message of righteousness has been preached to the ends of the earth. Die Botschaft der Gerechtigkeit wurde zu den Enden der Erde gepredigt. All of you know what you ought to do to see
the glorious eternal kingdom of Jehovah in heaven. Alle von euch wissen, was sie machen sollen, um das glorreiche ewigliche Königreich von Jehovah im Himmel zu sehen. Otherwise you go to hell. Ansonsten geht ihr in die Hölle. So let all nations now repent. Nun lasst alle Nationen jetzt Buße tun. That the devil may be proven a liar. Dass der Teufel als Lügner erprobt wird. That everybody may enter eternity with God in heaven. Dass jeder eintretet in die Ewigkeit mit Gott im Himmel. Let everybody try. Möge jeder versuchen. Not a good thing to incinerate in the lake of fire with Satan. Keine gute Sache, in dem Feuersee mit Satan zu verbrennen. Prepare the way, beloved people. The Messiah is coming. Bereitet den Weg, geliebte Leute. Der Messias kommt. This is the one about whom it was written. Dies ist der, über den geschrieben wurde. That see, I'll send you Elijah the prophet. Das siehe, ich werde euch Elia den Propheten senden. To prepare you before the dreadful day of the Lord behold. Um euch vorzubereiten, bevor der schreckliche Tag des Herrn kommt. I have seen the Messiah coming. Ich habe den Messias kommen sehen. These words, dieses Wort. These words on the sending of the messenger that prepares the way. Diese Worte über das Senden des Botschafters, der den Weg vorbereitet. In Malachi chapter 4, verse 5. In Malachi Kapitel 3, Vers 23. Have today been fulfilled in your hearing. Hat sich heute bei eurem Hören erfüllt. Shalom to that. To that, to that, to that, Rabbi.